10 Millionen Deutsche verfolgten die Vermählung von Prinz William und Kate vor dem Fernseher. Am 1. Juli findet das Märchen vom bürgerlichen Mädchen, das zur Prinzessin wird, in Monaco eine Fortsetzung. Denn dann führt Fürst Albert die südafrikanische Schwimmerin Charlene Whitstock vor den Altar. Und dieses Mal strahlt die Braut wenigstens ein bisschen royalen Glamour auch auf Deutschland ab, denn sie hat deutsche Wurzeln. Ihre Vorfahren sollen aus dem brandenburgischen Whitstock an der Dosse stammen. Tja, vielleicht hat ja auch deshalb das Paar unserem Korrespondenten Michael Strempel ein exklusives Interview gewährt. Monaco, steingewordenes Symbol für Reichtum und Glamour an der Côte d'Azur. Nein, besonders schön ist Monaco wirklich nicht, aber viele finden es hier schön, vor allem solche, die nicht gerade unter Geldnot leiden. Nach den Briten sind jetzt auch die Monegassen im Hochzeitsfieber. Sie hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben. Nun heiratet Fürst Albert doch noch die 33-jährige Ex-Schwimmerin Charlene Whitstock. Für ihr erstes und einziges gemeinsames Interview mit dem deutschen Fernsehen empfing uns das künftige Fürstenpaar im Palast. Und sie gestanden, dass die kommende große Hochzeitsfeier nicht so ganz nach ihrem Geschmack ist. Wenn wir es uns aussuchen dürften, würden wir eine kleine Runde netter Leute einladen und irgendwo eine ganz einfache Hochzeitszeremonie abhalten. Aber es kommen ja nicht nur die anderen Königsfamilien und die Staatsoberhäupter. Wir haben auch Sportler, Schauspieler und Musiker, Freunde von uns eingeladen. Es wird sicher lustig werden. Die beiden kennen sich schon seit den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Brauchte ihre Liebe Anlaufzeit? Ein bisschen schon. Es gab ja auch ein paar Jahre, wo wir gar keinen Kontakt hatten. Ich glaube, 2005 haben wir uns dann bei einem gemeinsamen Freund wieder getroffen. Ich denke, der Rest ist Geschichte. Charlene wird jetzt die weibliche Nummer 1 in einem Fürstenhaus, in dem mit Prinzessin Caroline und ihrer Schwester Stephanie schon zwei recht starke Frauen ihren Platz haben. Wie klappt es mit den künftigen Schwägerinnen? Sie sind großartige Frauen, die in ihrem Leben viel erreicht haben. Sie haben mich sehr unterstützt und waren immer sehr freundlich zu mir. Und wie findet Albert das Image seines Fürstentums als Insel der Reichen und Steuersünder? Es sieht nicht jeder und es will auch nicht jeder sehen, dass es in Monaco viele einfache und hart arbeitende Menschen gibt. Und was das Steuerparadies angeht, so sind wir doch in den letzten Jahren schon weit gekommen. Wir stehen ja nicht mehr auf der grauen Liste der OECD für Steuerparadiese. Und zum Schluss: Kann Monaco sich denn bald auf einen Thronfolger freuen? Kann ich darauf antworten? Klar. Ich möchte unheimlich gerne Kinder haben. Ich kann es nicht erwarten, eine eigene Familie zu gründen. Ich bin da deiner Meinung. Na, das hoffe ich. Und die Monegassen hoffen mit. Man wird jedenfalls nicht nur zur Hochzeit, wohl noch einiges von den beiden hören.